Detroit, Michigan at Ford Field, set to drop the gate on the next round of Monster Energy AMA Supercross and FIM World Championship. Welcome to the qualifying session for today's Triple Crown event. Ralph Shaheen and five-time Supercross champ Ricky Carmichael with you. This is a unique format with a unique scoring system. How does it work, Ricky? Yes, Ralph. This evening, the 450 and 250 classes will race three main events, each with Olympic scoring. The rider with the fewest points at the end of the evening will be the winner of today's round. Ja, Triple Crown steht mal wieder an. Alles klar, das kommt immer so überraschend, weil ich nie immer genau weiß, wann es kommt, zeitmäßig, aber jetzt sind wir da. So, wir schauen mal, dass wir hier schön eine schöne Qualifying-Zeit aufstellen. Oh, was war das hier gerade? Eine mega-enge und langsame Kurve. Und da kommt der Sexton schon wieder, er wird wieder knuddeln. Gibt's ja gar nicht. Okay. Also wir dürfen hier dann quasi dreimal fahren, viermal mit Qualifying und dann halt noch die Triple Crown Sache. Pfui. Weiß ich, letztes Mal war ich gar nicht so gut. Das ist so verwirrend, dass hier so zwei so Seiten sind. Das hat mich gerade irritiert. Ich dachte irgendwie schon, ich bin irgendwie falsch auf die falsche Seite geflogen. Auf die Gegenseite oder so. Dann war das so, ja, halt untereinander abgetrennt. Zweispurig in eine Richtung. Kann man gerade sagen. Da sind so viele komische Sprünge. Ein so ein großer Sprung. Also hier jetzt aber, jetzt fehlt mir da so ein bisschen wie der Anlauf gefehlt. Okay, das kann ja mal interessant werden. Hier komme ich auch nicht, noch nicht so gut aus der Kurve raus. Platz 13, vorerst mal. Ja, schauen wir mal, was da noch so geht. Das hat mich halt hier übelst irritiert. Okay, wir gehen mal nach auf die rechte Seite, aber ja, zeitmäßig, sprungmäßig war oder Geschwindigkeit, war es auch nicht. Beiden Seiten nicht so. Ich habe gedacht, vielleicht gibt es eine Seite, die mir besser liegt. Muss mir mal noch so anschauen. Okay, aber ein bisschen zu viel Speed. Ja, bis jetzt war es eigentlich ganz gut, aber jetzt die letzte war leider gar nicht so gut. Hier fehlt es mir auch übelst. Ah, da war schon hingehauen. Ja. Sechsten ist gegangen, Faulkner kommt. Die Top 3 oder Top 4 am Start. Ja, brauchen Platz 13. Das reicht schon, also irgendwo in der Mitte, oder? Wird schon passen. Wir haben ja drei Rennen. Da kriegen wir schon was hin. Oh, die Rundenzeiten sind doch relativ kurz. Also so eine Minute, unter eine Minute. Ja, ich habe auch noch unter eine Minute. That's it for qualifying. Here are the results from that hotly contested session for tonight's Triple Crown event. The riders at the top of the leaderboard sure look like they are going to be tough to beat here tonight. Ja, okay, wir sind noch auf 14 runtergerutscht. Okay, Justin Cooper ist nach vorne gekommen. Sexton 2, Faulkner 3. Ich glaube, Bailey war doch auch immer relativ weit vorne. Ist jetzt auf 10. Aber na gut. We are just a few minutes away now from the first gate drop of the evening. I'm Ralph Shaheen, the play-by-play voice of Monster Energy Supercross, along with the five-time Supercross champ, Ricky Carmichael, for today's Triple Crown event. That's right, Ralph. The first main event of the three scheduled this evening, we can expect a long evening of Supercross. Yeah, langer Abend. He is one of the top riders in Monster Energy Supercross. Listen to the roar as he enters the stadium. Ja, wir sind eigentlich in der Halle drin, also finde ich leider manchmal ein bisschen schade, wenn wir so draußen sind. Beim Triple Crown, dann sieht man halt so, dass es noch hell ist und dann wird es immer dunkler und dann am Schluss fährt man da quasi im Dunkeln, aber klar halt mit Scheinwerferlicht und so. Aber ja, hier in der Halle werden wir wohl davon nicht sehr viel merken, dass die Atmosphäre sich ändert, aber nun gut. Get ready. The gate is about to drop. Here we go. So,
Sind so weit wie möglich links aufgestellt. Aber eigentlich doch relativ in der Mitte. Come on, das heißt guter Start. Na, wieder. Ich hab's mir überlegt, einen Ticken früher von der Kupplung zu gehen, aber hab mir dann doch gedacht, so, was hat der eine hier gerade gemacht? Und trotzdem eigentlich Platz 4 eigentlich ganz gut. Alter, mal sein hin. Alter, bald Motorräder vor mir. Kann ja gar nicht richtig fahren. Alter, dann drücken sie mich hier raus. Hallo. Ich will auch noch hier fahren. Was bin ich jetzt? 8? Okay. Alter Falter. Was geht denn hier ab? Hier viel zu viel los, Leute. Könnte mal ein bisschen auseinander gehen. Alter, fahr doch die Kurve hier. Auch wenn ich ihn, glaube ich, ein bisschen behindert habe dabei. So. Come on. Das muss ich jetzt hier mal ein bisschen auflösen. Ist mir alles ein bisschen zu eng hier. Ja, super Landung. Super Landung. Also jetzt komme ich hier rein. Jetzt ist hier natürlich die Geschwindigkeit. Ja, okay. Ich hätte es mir schlimmer vorgestellt. Platz 10. Ja, genau, der drückt mich einfach raus. Aber ich dachte mir jetzt, ich bin auf Platz 11 gerutscht. Wegen dem Mr. Falk, aber nee. Der war schon quasi vorne, ne? Der war doch nicht vorne, bevor er mich weggeschoben hat. Aber, na gut. Will mich ja nicht beschweren. Ein Platz weiter vorne als gedacht. Alter, ich wollte auch mitmachen. Hätte ich das gewusst, dass so. Uiuiui, so viele. Einmal hier einen Trick machen. Hätte ich auch einen gemacht. Alter, wie viel es hier hinhaut. Richtig übel. So, was sind wir? 5 da. Ah, ein bisschen durchgedreht. Alter, hier, guck mal, ich komm hier immer so kacke auf. Das ist mein Problem. Deshalb hat es mich so nach vorne gehauen. So, aber. Platz 3. Achso, da vorne, okay. Ich habe gerade so im ersten Moment nur einen vorne gesehen, der Jay Short. Aber dann ganz vorne. Mit sehr gutem Abstand. Das ist ja nochmal einer. Deshalb war es nicht gewundert, dass ich Platz 3 bin. Ich dachte schon, ich bin Platz 2. Aber da fährt ja noch einer. So. Ah, ich weiß nicht, hier komme ich auch nicht so gut über das Waschbrett. Sag auch nicht so gut, weil im letzten Rennen war das Waschbrett auch seltsam. Ich dachte, ich hatte jetzt gerade eine gute Geschwindigkeit, aber Richtung Ende, Richtung Mitte Ende wird es dann wieder ein bisschen holprig. Ja, genau! Ich lehne mich schon nach hinten, Leute. Ist ja gar nicht. Hier so ein bisschen mein Genickbruch auf der Strecke. Aber hä? Guck mal hier, Platz 3. Ich bin nah dran an 2. Der 1 ist auch näher dran als letzte Runde. Ist die auch beide hingehauen oder was? Aber so viel wie heute schon gestürzt sind, also würde es mich jetzt auch nicht wundern. Ah, hier muss ich außen. Muss ich außen fahren, dass ich diesen einen kleinen Sprung nicht mitnehme. Das war das geschwindigkeitsmäßig nächste. Gut. So. Oh, wir sind mit der Zeit schon vorbei. Das heißt, wir kommen jetzt in die letzte Runde. Gerade so die Zeit gesucht. Keine gefunden. So. Aber ich komme ja nicht weiter ran, gell? Guck mal, jetzt habe ich mich auch wieder voll zurückgelehnt. Aber eigentlich war die Landung ganz gut. Oh Mann. Und einer hat es hingehauen. Es wäre schon noch schön, hier auf 1 zu kommen, aber das wird mir, glaube ich, nicht reichen. Leider schade. 2-7 ist da vorne. Schon ein bisschen viel. Ja, ah, come on, jetzt drückt er mich hier weg. Und nach draußen. Come on, Waschbrett. Kriege ich. Fahren also ein bisschen doch weit innen. Das war eine bessere Ausgangsgeschwindigkeit. Oh, der Faulkner war schon weit vorne. Den gibt's ja gar nicht. The first race was a no holds barred battle. Let's take a look at the results
while the riders prepare for the evening's second main event. Ja, eine gute Sekunde, aber halt, ja, okay, beste Runde von uns beiden. Muss ja nicht heißen, dass wir beide die Zeiten jede Runde zu fahren. Aber na gut, 2 Punkte geht eigentlich ganz gut für den Anfang. The starting gate is filling up for the second main event of the evening. Ricky, if you want to win this Triple Crown event, you have to have a good run here in the second main. Yes, Ralph. The score of this first race is only part of the total. We will have to wait for the end of the third race to find out the winner's name. And it's me. Hoffentlich, vielleicht. Oh. Ach so, das Qualifying zählt ja auch nur fürs erste Rennen. Das ist natürlich auch interessant. Dann würde ich sagen... Hier. Wobei das so auch gar nicht so krass einen Unterschied macht. Vielleicht mal war ich hier. Timing war halt nicht so gut. It's time to go racing. Eyes focused on the gates. Ready for the gate drop. Komm, ich muss da machen, wo ich immer denke, wo ich loslassen soll. Weil ich denke, mach immer so einen Ticken länger. Okay, das war jetzt natürlich klar, dass es zu früh kommt, meine Freunde. Aber guck mal, ja, sehr schön. Immer so noch der Vorteil, dass die extrem stark bremsen vor der Kurve dann noch. Das ist immer der große Vorteil. Aber es ist halt auch immer so ein bisschen so, na, come on, Alter. Wo hätte ich denn da hinfahren sollen? Oh. Erstmal das Ghosting benutzt. Am Anfang, um durch ein paar durchzufahren und dann noch über einen Kopf meinen Sprung verlängert. Das ist natürlich sehr nice. Ja. Aber klar, Holzschrott haben wir gemacht, aber das ist halt immer so ein Risiko, weil ich ja doch sehr schnell in die Kurve reinkomme. Dann immer so ein bisschen die Frage, packe ich sie dann noch? Nicht, dass es mich irgendwo hinten außen raushaut. Ja, genau. Wir nehmen ja schon mal so eine Aussperrung mit. Konnte mich nicht entscheiden, links oder rechts. Was haben wir denn? Platz 5. So, ich glaube, ganz okay. Ganz okay. War dieses Dilemma am Anfang. Sollte ich mich, glaube ich, vor diese Platzierung nicht großartig beschweren. Bin hier aber zu schnell. Ich springe jetzt zu weit. Oh nein, jetzt habe ich den Sprung mitgenommen. Ja, guck, reicht nicht ganz. Aber wir sind eigentlich noch ganz gut dabei. Wo ist der Faulkner? Platz 2. Okay. Vor denen sollten wir halt auch kommen. Der jetzt 1 Punkt hat und wir haben 2 Punkte. Ui, sorry, 6. Das war nicht gewollt. Okay, Faulkner auf 1. Hä? Jordan Smith war doch. War der nicht Faulkner auf 1? Jetzt ist er auf 4. Von allen überholt. Oh, Mr. Faulkner. Was ist denn da los? Aber ich muss auch aufpassen. Vor allem an der einen Stelle, wo es mich gerne hinhaut. So, jetzt mal hier. Ah, ein bisschen zu spät. Ja, jetzt sieht es euch ganz gut aus. Gucken wir mal auf die Zeiten. 1 Sekunde. Okay, ganz gut. Ui, das war ein bisschen schnell. Ja, den Sprung. Genau das! Das gibt's auch nicht. Die letzten Male bin ich sogar komplett rüber geflogen. Die letzten 2 Runden, aber jetzt kommt der schöne Dinger wieder. Fällt gerade nichts ein. Ohne das S ja sozusagen. Gibt's ja gar nicht. War ja fast schon mit Ansage. Ah, ich fahre immer hier. Ich will hier mal ja die Kurve ein bisschen enger nehmen. Und dann so, während ich die Kurve eng nehme, sehe ich dann so, ach nee, hier ist ja dieser blöde Hügel im Innenbereich. Alter, was war das gerade für eine Landung? Aber guck mal, ist der Smith wieder vorne. Der sich wieder von 4 ganz nach vorne gekämpft. Vor dem geht's nur Platz 1 oder 4.
hier rum. Oh, letzte Runde schon. Geht das schnell? Ich glaube, kann es sein, bei Triple Crown ist die Zeit ein bisschen weniger. Ui, schöne Landung. Oh, Alter, hier voll weit außen. Muss ich nochmal ein bisschen nachbremsen. Ah, fast eine gute Landung. Ein paar Zentimeter. Ja. Ja, die Zeit hier, ich glaube, ein bisschen weniger, kann das sein? Triple Crown wie bei einem normalen Rennen. Irgendwie ging das gerade extrem schnell. Und ich sollte ja hier noch nach vorne kommen. Aber der Faulkner ist, wir wissen ja, nicht in den Top 5. Das gefällt mir schon mal. Wie lustig es wäre eigentlich, das Triple Crown zu gewinnen, ohne auf Platz 1 zu kommen. Das wäre doch auch mal eine Herausforderung. Gewinne ein Triple Crown Event, ohne auf Platz 1 zu kommen. Oh nein, jetzt bin ich 1. Oh nein! Soll ich jetzt langsamer machen? Komm, ich mach langsamer. Komm. Alter, der will nicht mal. Am Schluss bin ich dann so langsam, dass mich gleich 2-3 überholen. Das wollte ich jetzt auch nicht. Race, the picture of which riders have a chance to grab the glory is starting to take shape. The final event of the Monster Energy Cup is about to begin. Alter, Faulkner auf 13. Was ist mit dem passiert? Okay, 13 Punkte. Das wird sehr interessant. Wie verteilt sich das? Ah, oh, der Smith hat 3-2. Also. Dann kommt Alex Martin. Faulkner hat ziemlich nach unten gerutscht. Muss ich mal sagen, der Jordan Smith ist so ein bisschen mein Rivale hier auf dieser Strecke in diesem Event. This is it. The final shot to beat the best Supercross riders in the world. Ricky, what can we expect out of this main event? Certainly, the physical exhaustion will play a fundamental role, just like the condition of the track will be decisive. We'll see who will still have a few aces up their sleeves. Oh, doch interessant. Es ist schon irgendwie dunkel geworden, obwohl wir eigentlich in der Halle sind. Kann es sein, dass die Lichter ein bisschen dunkler gemacht haben? Ein paar was ein bisschen ausgemacht, ein bisschen gedimmt oder so? Dass die Stimmung passt. So, wo bin ich gestartet? Das eine Mal da, das andere Mal da. Jetzt nehmen wir die Mitte. Vielleicht mal hier einen guten Start. Die goldene Mitte. Ach, es war nur so eine Show-Einlage eigentlich. Ist wieder hell. Oh, ich war schon auf Kupplung und Gas geben. Ah, jetzt. Sehr schön. Perfektes Timing hier. So, jetzt kann ich hier auch mal schön in Ruhe. Ah, toll, jetzt bin ich ein bisschen langsam. Ich wollte schon sagen, hier in Ruhe springen. Ohne dass mir jemand auf die Rübe springt oder mich irgendwie wegschiebt. Ne, da kommt schon der erste. Okay, du mich auch. Kommt schon der zweite. Oh, das. Oh, der Smith. Smithy Boy. Der muss ganz schnell wieder nach hinten. Wobei er eigentlich ein Platz vor mir sein kann. Er ist Platz 1, ich bin Platz 2. Dann hat er 6 Punkte und ich habe 5 Punkte. Also eigentlich könnte er 1 vor mir sein. Könnten vielleicht auch sogar irgendwie so Platz 5 und 6 sein. Also er 5, ich 6. Seiten gewechselt. Würde eigentlich auch funktionieren. Wir müssen nur aufpassen, dass wir nicht zu weit hinten sind. Nicht, dass Platz 3 uns da irgendwie einen Strich durch die Rechnung macht. Aber Platz 3 hat er halt schon 10 Punkte. Und wenn ich auf 5 bin, nämlich auf 6 bin, habe ich ja insgesamt 8 Punkte. Also das würde ja eigentlich auch zum Beispiel noch gehen. Aber es sieht jetzt mal nicht danach aus. Sieht mal nach einem ganz guten Rennen hier aus. Wir hatten jetzt nicht am Anfang so einen Sturz und dann, dass ich gleich irgendwie ein paar Plätze nach hinten fall. Guter Start natürlich auch. Sieht doch eigentlich so ganz okay aus. Oh, oh, oh. Ich hab schon wieder kommen sehen, ey. Irgendwie komme ich hier so besser rum, wenn ich von links nach rechts immer wechsle. Aber na gut. Oh, ich habe gerade hier bei den Namen kurz das Red Plate gesehen vom 6. Das heißt, er ist auch schön weit hinten, aber ja, okay. Ich weiß gerade gar nicht, wie er mit den Punkten dran stand. Wo war 6.? Ich meine, er kann jetzt hier natürlich irgendwie Platz 6, 7 oder schlechter sein, aber insgesamt trotzdem vielleicht noch auf die 3 kommen. Kann jetzt vielleicht rechnerisch nicht passen, weil er schon irgendwie doch dann viel zu weit hinten ist oder so, aber
weil ich jetzt nicht so drauf aufgepasst habe. Ich habe gerade 5 Sekunden gesehen. Was ist mit denen los? Aber ich komme eigentlich gerade ganz gut durch. 4 Sekunden, okay, gerade. 6 und 12. Alles klar. Ja, ist ganz schön weit hinten. So, okay, diesmal. Guck, jetzt kriege ich aber keine schönen Landungen. Oh, komm, wir sind gut vorne. Ich frage mich, wieso ich so weit vorne bin. Das ist wirklich so eine Frage. So mega schnell bin ich doch auch nicht, oder? Jetzt habe ich dann Bestzeit 55. Okay. Was hatte ich in den anderen? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich glaube, so im Qualifying war es so 57. Weil ich jetzt auch eigentlich ganz gut die Runden hatte. Also ich glaube, die besten Runden hatte ich jetzt wirklich im dritten Rennen. So, letzte Runde. Ui, ein bisschen knapp hier. Oh, Alter, kein einziges Mal. So, hier mein Geheimtrick. Hat diesmal nicht so geklappt. Deshalb gleich wieder... Was war das gerade? Konntest nicht entscheiden, ob ich links oder rechts hinfalle oder wie. Aber wir können diesen Sturz easy drin lassen. Guck mal, wie weit der weg ist. Locker. Haben gar nicht gesehen. Wenn man kurz nach hinten schauen, aber. Locker, locker hier. So, jetzt haben wir hier. Blöd aufgekommen, sonst hätten wir hier nochmal so einen richtig schönen großen Sprung zum Schluss gehabt. Aber okay. Also im Vergleich zum ersten und zweiten Rennen gerade richtig locker und einfach. The checkered flag means the end of our last main event. Here are the final points after 3 main event races. We can see together the score of the 3 rounds and the final ranking starting from the rider having the lowest score. So, 2-1-1. Sehr schön, aber guck mal. Oh shit. Jetzt habe ich auszusehen. Zu schnell gedrückt. Der Jordan Smith hat noch gut nachgezogen. Der hatte 3-2-2. Also punktetechnisch ganz gut. Wir sind schön nach vorne geschossen. Wir hatten, glaube ich, 2 Punkte Rückstand auf 6. Jetzt haben wir 13 Vorsprung. Ich habe ein bisschen zu schnell gedrückt. Ich war so aufgeregt. Okay. Danke fürs Einschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wir sehen uns dann beim nächsten Rennen auch hoffentlich wieder. Bis dahin, wiederschauen und reingehauen. Those 3 rode the wheels off their machines. We have a tremendous championship fight brewing.